Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Plus Minus. Heute Abend aus Erfurt. Stellen Sie sich vor, Sie müssen ins Krankenhaus, weil Sie ein neues Hüftgelenk brauchen. Und während Sie auf dem OP-Tisch liegen, da sagt ein Berater des Prothesenherstellers, der überhaupt kein Arzt ist, dem Chirurgen, was dieser zu tun hat. Klingt verrückt, ist aber hier in Deutschland durchaus möglich. Und das auch, weil immer neue Medizinprodukte auf den Markt kommen, die die Ärzte schlicht überfordern. Sie hat immer gern Sport getrieben, Kerstin Pinkes. Sie war erst 44, als ihr auf beiden Seiten künstliche Hüftgelenke eingesetzt werden mussten. Der Arzt empfahl damals eine angebliche Innovation, sogenannte Durom-Prothesen. Anders als bei den herkömmlichen Prothesen ist ihr Gelenkkopf größer. Sie seien der Mercedes unter den Hüftprothesen, sagte er. Bald werde sie wieder Sport treiben können. Ich habe einfach auf das Krankenhaus vertraut. Jeder lernt seinen Beruf und jeder, der arbeitet, muss auch das empfehlen können, was er tagtäglich in seiner Arbeit tut. Und da habe ich einfach vertraut. Anfangs schienen die Voraussagen zuzutreffen. Sie konnte tatsächlich schnell wieder Sport treiben. Doch die Freude währte nicht lange. Die angeblich innovativen Großkopfprothesen produzierten ungewöhnlich viel Metallabrieb. Winzige Partikel aus Chrom und Kobalt traten aus, ließen das umliegende Gewebe absterben und fraßen Löcher in den Oberschenkelknochen. Die Durom-Prothesen mussten in aufwendigen Operationen wieder herausgeholt und gegen herkömmliche getauscht werden. Kerstin Pinkes war nach den Wechsel-OPs wochenlang ans Bett gefesselt, monatelang krankgeschrieben. Man fängt dann wirklich wieder beim Punkt Null an, alles neu aufzubauen. Sämtliche Muskeln, die geschwunden sind, alles wieder vom Nullpunkt. Das Schicksal von Kerstin Pinkes ist symptomatisch in Deutschland. Denn neue Medizinprodukte wie die angeblich innovativen Durom-Prothesen dürfen ohne klinische Studien, wie sie bei Medikamenten vorgeschrieben sind, implantiert werden. Professor Thorsten Gierke bei einer komplizierten Austauschoperation. Der weltweit anerkannte Spezialist kennt die schmerzhaften Folgen für die Patienten nur zu gut. Deshalb ist er skeptisch, wenn Hersteller ihre neuen Produkte als innovativ anpreisen. Das Fach Endoprothetik lebt von langfristigen Erfolgen. Die Prothese, die wir einsetzen, das Kunstgelenk, das wir einsetzen, muss 20, 25, 30 Jahre halten. Und ich kann nur Prothesen einsetzen, ja eigentlich guten Gewissens, die über einen derartigen Erfahrungshorizont verfügen. Ein internationales Forscherteam gibt ihm recht. Es analysierte 118 Studien zu Knie- und Hüftgelenken. Das Resultat? Die Vorteile von Neuentwicklungen waren gering. Im Vergleich zu neuen Erfindungen war die Sicherheit bewährter Prothesen höher. Das Hauptproblem im System besteht also darin, dass bei Patienten wie Kerstin Pinkes kaum erprobte Prothesen eingesetzt werden dürfen, ohne dass der Hersteller mit umfangreichen klinischen Studien den Patientennutzen nachweisen muss. Ein weiteres Problem sind die Chirurgen selbst. Gerade neue Produkte können sie oft ohne Hilfe gar nicht implantieren. Im Internet entdecken wir Stellenanzeigen von Herstellern. Sie suchen Medizinprodukteberater für den OP-Support. Heißt das, Vertreter der Industrie unterstützen das OP-Team? Wir treffen Wissenschaftler an der Uni Köln. Sie haben untersucht, welche Folgen es haben kann, wenn Vertreter der Industrie im OP anwesend sind. Bei ihren Recherchen fanden sie Berichte über den Tod einer 30-Jährigen in New York. Sie kam offenbar durch den Fehler eines Produktberaters ums Leben. Dokumentiert ist ein weiterer Fall aus den USA. Ein Firmenvertreter implantierte hier eigenhändig eine Hüftprothese, obwohl er nicht einmal ärztlich ausgebildet war. Der Chirurg war für mehrere Stunden nicht im OP anwesend. Und wie sieht es in Deutschland aus? Wir haben in Deutschland keine empirischen Studien erhoben, gehen aber davon aus, dass das Problem genauso in Deutschland auch besteht. Experten meinen, dass es 10.000 Medizinprodukteberater oder mehr in Deutschland gibt. Und die Medizin ist die gleiche. Insofern denke ich, dass das Problem auch so in Deutschland sich stellt. Wir wollen mehr erfahren. Nach wochenlanger Recherche bekommen wir den Kontakt zu einem Medizinprodukteberater. Er ist bereit, mit uns über das heikle Thema zu sprechen. Er stand selbst 15 Jahre als Vertreter der Industrie im OP. Dabei musste er immer wieder Dinge tun, die eigentlich für ihn nicht erlaubt sind.
Sie sind teilweise durchaus auch in Entscheidungsfindungen integriert und in Einzelfällen tatsächlich auch beteiligt. Das kann sein, eine Bohrung durchführen durch eine Schablone oder Teil eine Messung durchführen, um dann mit dem Ergebnis weiter zu operieren. Wir erfahren, dass die Chirurgen nicht nur bei neuen Medizinprodukten auf seine Hilfe angewiesen waren, sondern auch, wenn die Klinik den Hersteller wechselte, um billigere Implantate einzukaufen. Sie bräuchten schon 3-4 Tage, um wirklich ausreichend Zeit zu haben, um sich darauf vorzubereiten. Und diese Zeit hat der Arzt nicht. Und um das zu kompensieren, haben viele Ärzte dann den Medizinproduktberater im OP teilweise in eine aktive Rolle gezogen. Professor Gierke hält die aktive Teilnahme eines Industrievertreters für extrem kritisch. Chirurgen müssen auch ohne ihre Unterstützung die OP beherrschen. Dafür brauchen sie aber bei neuen Produkten genügend Trainingszeit. Dagegen spricht in manchen Kliniken der Kostendruck. Der Medizinprodukteberater steht nicht auf der Lohnliste des Krankenhauses und ist eine willkommene, kostenfreie Hilfskraft am OP-Tisch. Hier in der Klinik von Professor Gierke gibt es Richtlinien, die die aktive Beteiligung von Medizinprodukteberatern untersagen. Aber die Chirurgen sind auch nicht auf deren Hilfe angewiesen, weil sie vor allem auf bewährte Produkte setzen. Ich wehre mich nicht grundsätzlich gegen innovative Produkte, aber diese sollten unter kontrollierten Bedingungen getestet werden und dann über einen gewissen Zeitraum sich bewährt haben. Und in diesem System sollte sonst eigentlich, so wie es Skandinavien vormacht, wie es uns die Holländer vormachen oder auch die Engländer, Produkte verwendet werden, die eben über langfristige positive Ergebnisse verfügen. Nach 2 Austauschoperationen lebt Kerstin Pinkes jetzt mit bewährten Hüftprothesen. Wie lange sie in den löchrigen Oberschenkelknochen halten, ist ungewiss. Hätte man sie über die Risiken der angeblich innovativen Produkte aufgeklärt, wäre ihr viel Leid erspart geblieben. Kleiner Hoffnungsschimmer für künftige Patienten. Für sehr teure und neue Hochrisikomedizinprodukte sollen die Hersteller ab nächstem Jahr in klinischen Studien den medizinischen Nutzen nachweisen. Erst dann bekommen sie Geld von den Krankenkassen, so zumindest die Pläne des Gesundheitsministers für ein Gesetz in Sachen Patientensicherheit. Seit Anfang der Woche geht es turbulent zu an den Börsen. Am Montag noch Verluste und Angst vor einem Crash. Dienstag dann ging es wieder aufwärts. Börsianer kennen das Spiel. Sie sprechen vom Turnaround Tuesday, von der Dienstagswende. Das ist ein Phänomen, das immer wieder vorkommt. Der 19. Oktober 1987 ist der schwärzeste aller Montage, zumindest für den US-Aktienmarkt. Der Dow Jones fällt um 23%, wie die Tagesschau berichtet. Wall Street war heute ein Tollhaus. Dies ist das Ende der Welt, schrie einer der Händler, als die Wertpapierkurse im freien Fall nach unten rauschten. Auf den Absturz am Montag folgt am Dienstag die Erholung. Weltweit können die Börsen nach erheblichen Verlusten deutlich zulegen. Nach dem dramatischen Einbruch am Montag wurde überall eine Stabilisierung registriert. In Tokio war heute sogar von den höchsten Tageskursgewinnen in der Geschichte die Rede. 2 Jahre später, der 16. Oktober 1989. Wieder ein Montag. An der Börse in Frankfurt fallen die Kurse wie noch nie. Wieder ein schwarzer Montag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die internationalen Aktienbörsen haben heute schwere Kurseinbrüche hinnehmen müssen. In Frankfurt gab es sogar die größten Tagesverluste seit Bestehen der Bundesrepublik. Der Kurseinbruch an der New Yorker Börse am vergangenen Freitag machte vor allem Kleinanleger nervös. Sie nutzten die erste Gelegenheit, sich von ihren Aktien zu trennen. Grund für den Einbruch waren Sorgen um ein Ende des damaligen Fusionsfiebers, vor allem in den USA. In Frankfurt fielen die Kurse an diesem Montag um 12,8%. Um am darauffolgenden Dienstag wieder deutlich zu steigen, um 6,5%. Ein sogenannter Turnaround-Dienstag, wie man ihn in der Börsengeschichte öfter erlebt. Das ist also eine normale Gegenreaktion. Die haben sie aber nicht von Aktienmärkten, die haben sie eigentlich bei anderen Wertpapieren auch. Der Markt übertreibt erst nach unten und für viele Anleger ist das dann ein attraktives Einstiegslevel. Und tatsächlich, auf den Crash folgt der Boom. Am Ende des Jahres 1989 steht der DAX schließlich 31% höher als im Jahr zuvor.
Ein anderer historischer Börsensturz nimmt in Moskau seinen Anfang. Es ist der 19. August 1991, wieder ein Montag. Ein Putsch gegen die Kreml-Führung erschüttert die Börsen weltweit. Der DAX verliert 9,4%, der zweittiefste Sturz überhaupt. Diese ganzen positiven Erwartungen, die sich durch die Auflösung des Ostblocks ergeben haben, wechseln plötzlich in eine pessimistische Erwartung. Und das drückt sich dann sofort aus in einer Korrektur der Märkte. Also politische Risiken sind immer gut geeignet, Aktienmärkte zu drehen. Doch in Russland stellt sich Boris Jelzin gegen die Putschisten. Der Aufstand scheitert. Wieder reagieren die Börsen mit einem Turnaround. In den folgenden drei Tagen geht es 8,5% aufwärts. Dass auf einen Kurseinbruch an einem Montag nicht automatisch das Kursfeuerwerk am Dienstag folgt, zeigt die Lehman-Pleite am Montag, dem 15. September 2008. Die Kurse geben nach und erholen sich auch so bald nicht wieder. Es beginnt eine weltweite Rezession. Es materialisiert sich nach dem ersten Schock raus, dass tatsächlich ein signifikantes Problem vorliegt, dass tatsächlich, wie sich nach dem Lehman-Ausfall gezeigt hat, Banken überschuldet sind, private Konsumenten überschuldet sind, viele Unternehmen überschuldet sind, dass es eine lange Korrekturphase braucht, um dieses zu große Maß an Schulden abzubauen. Im Vergleich zum Vorjahr endet der DAX 2008 40% im Minus. Nervosität an den Börsen auch in dieser Woche. Doch wie geht es diesmal weiter? Nach einem verlustreichen Montag, einem Turnaround-Dienstag und einem Wechselbad am Mittwoch. Ja, und die Frage gebe ich gleich weiter an meinen Kollegen Markus Görne in Frankfurt. Guten Abend, Markus. Womit haben wir es zu tun? Turnaround oder tatsächlich Beginn einer Krise? Ich würde sagen, wir haben es mit einer großen Verunsicherung zu tun. Nach so einem Absturz wie am Montag, da waren es beim DAX in der Spitze bis zu 8%. Das gab es wirklich schon sehr lange nicht mehr. Die Sorge, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwächelt, die ist einfach sehr groß. Dann gibt es die Probleme mit Russland, die Eurokrise. Alles schwelt immer noch und ist ja nicht gelöst. Und da schlagen dann solche Nachrichten aus China dann doppelt auf den Magen. Und da hat es jetzt mal einen ordentlichen Knall gegeben. Aber entscheidend ist, die chinesische Wirtschaft schrumpft nicht, sondern sie wächst, nur eben deutlich langsamer. Unter dem Strich bleibt eines, und das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft, die Vereinigten Staaten, China und die Eurozone, das sind die drei größten Volkswirtschaften der Welt. Die wachsen, nur eben langsamer. Und diese Erkenntnis, die kommt jetzt eben auch langsam an der Börse an. Wie gefährlich sind denn diese heftigen Kursschwankungen für unsere Zuschauer, die in Aktien investiert haben? Ja, das bedeutet, dass es an den Börsen aller Voraussicht nach noch eine ganze Weile eine Achterbahnfahrt mit den Kursen geben wird. Die meisten Beobachter gehen aber auch davon aus, dass sich langsam dann auch mal wieder der Alltag einstellen, dass wieder ruhiger werden wird. Was jetzt also nötig ist, das sind gute Nerven, Durchhaltevermögen. Der Faktor Zeit ist hier ganz entscheidend. Und auf jeden Fall keine Panik. Keine Panik, unbedingt. Ganz schlechter Ratgeber. Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie geht's weiter? Was muss jetzt geschehen? Als allererstes muss jetzt das Schmiermittel der Wirtschaft, also Geld, fließen. Das macht die Notenbank in China jetzt. Sie dreht an der Zinsschraube, also Zins nach unten, und viel Geld schaffen. Das soll diesen Geldkreislauf wieder ankurbeln. Der funktioniert so. Die Zentralbank gibt Geschäftsbanken das Geld zu sehr billigen Preisen. Die sollen es dann weitergeben an die Unternehmen für Investitionen. Aber ich denke, es sollte noch mehr passieren. So könnte zum Beispiel der Staat selber durch öffentliche Ausgaben investieren, Programme auflegen und so das Wirtschaftswachstum weiter unterstützen. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Volkerts-Landau, der hat gesagt, der Absturz an den Märkten beruhe nicht auf fundamentalen ökonomischen Veränderungen, sondern auf dem Zusammenbruch des normalen Marktmechanismus. Markus, was sagen Sie dazu? Bricht hier gerade der normale Marktmechanismus zusammen? Ja, das wirkt ja und klingt so wahnsinnig technisch. Also zusammengefasst kann man sagen, der zentrale Punkt ist hier einfach das Geld. Es ist zu wenig Geld da. An diesem Montag gab es an der Börse in Frankfurt, aber auch anderswo, massenhaft Verkäufer, die abgestoßen haben, aber es gab viel zu wenig Käufer. Und so ist die Börse aus dem Gleichgewicht gekommen. Bisher waren in solchen Situationen die Banken diejenigen, die gekauft haben. Aber durch die Bankenregulierung fallen die jetzt weitestgehend aus. Jetzt ist die Frage, wer kauft dann? Ich glaube also, solche Situationen werden wir in Zukunft häufiger sehen. Vielleicht treten aber auch neue Käufer auf. Das könnten Schattenbanken, die bei uns diesen berühmt-berüchtigten Namen ja Hedgefonds haben, sein, die keiner Kontrolle unterliegen. Frage ist, ist das besser? Ich glaube nicht. Markus Görne, vielen Dank nach Frankfurt für die Information. Gerne.
Ich habe auf meinem Dach nicht solche tollen Strom- und Wärmekollektoren. Ganz im Gegenteil. Mein Keller, der hat noch eine Ölheizung, sodass ich den Ölpreis auch nie aus den Augen verlieren darf. Wie schön wäre es doch, ganz auf Heiz- und Stromkosten verzichten zu können und die Wärme des Sommers für den Winter zu speichern. Das geht nicht? Doch, das geht, wie Sie gleich sehen werden. Nur die Bundesregierung, die scheint das noch nicht zu wissen. Das Effizienzhaus Plus in Berlin. Die hausgewordene Energiewende. Von Kanzlerin Merkel vor 3,5 Jahren eröffnet. Es soll mehr Energie erzeugen, als seine Bewohner verbrauchen. Die Botschaft, die Energiewende ist machbar. Heute werden Besucher durch das Haus geführt. Wir sind jetzt im Erdgeschoss im Effizienzhaus Plus. Hier rechts ist der Wohnbereich und auf der linken Seite ist der ehemalige Küchen- und Esszimmerbereich, der jetzt als Ausstellungsbereich genutzt wird. Es ist nach modernster Wärmedämmnorm gebaut. Im Obergeschoss 3 Schlafzimmer und ein Bad. Modernste Steuerungstechnik soll den Stromverbrauch reduzieren, denn hier dreht sich alles um Strom. Den erzeugt eine große Solaranlage auf dem Dach. Ein Akkuschrank neben dem Haus speichert ihn für die Nacht. Elektrisch läuft auch die Heizung per Wärmepumpe, die wie ein umgedrehter Kühlschrank funktioniert. Der Solarstrom soll am Ende sogar noch zum Betanken von Elektroautos reichen. 2 Testfamilien lebten bisher im Haus, jeweils 1 Jahr. Ergebnis des letzten Testjahres? Die Solarmodule erzeugten rund 13.500 Kilowattstunden. Davon entfielen für Licht- und Elektrogeräte vergleichsweise wenig. Fast die Hälfte des Stroms brauchte die elektrische Heizung samt Lüftung. Und der Strom reichte sogar für das Elektroauto. Dennoch, für Experten hat das Haus auch einen Haken. Wenn die Energiewende so aussieht, dann wird sie scheitern. Heute soll alles nur noch mit Strom gemacht werden, auch das Heizen. Darin steckt ein riesiger Konstruktionsfehler. Das sagt der Freiberger Energieexperte Timo Leukefeld. Er will mit einem anderen Haus beweisen, dass es besser geht. Auch hier gibt es Solarstrom. Hier speichern ihn die Akkus sogar für eine ganze Woche. Das Haus ist mit 162 Quadratmetern deutlich größer als das Effizienzhaus Plus der Bundesregierung. Auch hier soll der Solarstrom den Verbrauch der Bewohner samt Elektromobil komplett abdecken. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Das Haus erzeugt per Solarzellen nicht nur Strom, sondern per Solarthermemodule jede Menge heißes Wasser. Und das wird in einem riesigen Wassertank gespeichert, 9000 Liter. Bestens isoliert, eine riesige Thermoskanne mitten im Haus. Sie ist auch noch billiger als Akkus und kann das bis zu 90 Grad heiße Wasser monatelang speichern. Dieses Haus wird also nicht mit Strom geheizt. Hier wird die Sonne im Sommer für den Winter genutzt. Anders als bei der strombetriebenen Heizung im Effizienz-Plus-Haus der Bundesregierung. Wenn man sich das einmal übers Jahr anschaut, von Januar bis Dezember, so wird 80% des Solarstroms im Sommerhalbjahr erzeugt. So viel Strom kann man gar nicht verbrauchen. Man muss ihn ins öffentliche Netz einspeisen und bekommt heute schon kaum noch Geld dafür. Und in Zukunft Jahr für Jahr immer weniger. Die Wärmepumpe fürs Heizen braucht ihren Strom wiederum im Winter. Genau dann, wenn wir keinen Solarstrom haben. Und diesen Strom muss der Hausbesitzer immer teurer zukaufen. Ein Plus an Energie und ein Minus im Portemonnaie. Ich nenne das Ganze die saisonale Illusion. Tatsächlich wirkt es absurd. Mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs in Privathäusern entfällt auf Wärme. Aber die Regierung fördert Häuser, in denen auch die elektrisch erzeugt werden soll, will sie in Zukunft gar zum Standard machen. Ist es nicht Unsinn, den Stromverbrauch ausgerechnet in der Jahreszeit zu erhöhen, in der keine Sonne scheint? Wir haben ja auch ein öffentliches Netz, über den kriegen wir auch den Windstrom hierher. Und dann können wir ausgleichen, die Sonne ist nicht da, wir nutzen den Wind und haben trotzdem Energie fürs Gebäude. Man könnte den zusätzlichen Heizstrombedarf mit Windstrom decken, aber für jedes elektrisch geheizte Haus braucht man zusätzliche Leitungen quer durch die Republik. Und für windstille Tage braucht man dann Kohlekraftwerke als Reserve. 1 Million Wärmepumpenheizungen plant die Bundesregierung in 5 Jahren. Und die allein brauchen mindestens 5 große Kohlekraftwerke als Reserve. Diesen Wahnsinn könnte man vermeiden dank des Wärmespeichers.
Hinter der runden Wand versteckt sorgt er dafür, dass das solarerhitzte Wasser das Haus bis tief in den Winter wärmt. Und im Notfall, also in ganz kalten Wintern, kann das Haus trotzdem noch zusätzlich geheizt werden. Wir machen das mit Holz, weil es auch sehr gemütlich ist. Man könnte das natürlich auch mit Strom machen. Im Nachbarhaus haben wir eine Kooperation mit dem regionalen Energieversorger. Der füllt uns im Winter den großen Langzeitwärmespeicher mit überflüssigem Windstrom auf, anstatt ihn ins Ausland zu verschenken. Das stabilisiert dann sogar noch die Stromnetze. Das funktioniert aber nur, weil der Langzeitwärmespeicher den überschüssigen Windstrom in Form von Heizwärme wochenlang speichern kann. Akkus wären viel teurer und reichen nur für wenige Tage. Doch in den neuen Bauverordnungen der Regierung sind solche Langzeitspeicher nicht vorgesehen. Trotzdem plant Professor Leukefeld zusammen mit Stromversorgern und Wohnungsbaugesellschaften schon 5 mehr Familienhäuser mit Wärmespeicher. Hier würde die gesamte benötigte Energie plus Strom für Elektroautos im Haus erzeugt. In der Miete wären alle Betriebskosten inklusive, eine Flatrate-Miete also. Aber so etwas geht mit elektrischen Heizungen wie von der Bundesregierung bevorzugt nicht. Auch die Betreiber des Berliner Effizienz-Plus-Hauses sagen deshalb inzwischen: Wir brauchen in jedem Fall große Entwicklungen im Bereich der Speicher. Und wir brauchen sie natürlich auch im Wärmebereich. Sowohl in einem kleinen Einfamilienhaus als auch im größeren Speicherbereich. Das Freiberger Haus hat auf jeden Fall schon bewiesen, dass eine komplette Eigenversorgung weitgehend ohne Stromnetz und Reservekraftwerke möglich ist. Und sogar bezahlbar. Allerdings gut 100.000 Euro mehr müssen Sie schon für so ein Haus bezahlen als für ein herkömmliches. Aber wenn solche Häuser massenhaft gebaut werden sollten, dann könnten die Preise dafür auch in den Keller gehen. Noch bis Ende September ist Tomatensaison. Überall in Deutschland werden Tomaten geerntet und verkauft. Aber statt großer Artenvielfalt finden wir jetzt im Sommer im Laden genau das gleiche Angebot wie immer. Es scheint, als gäbe es nur genormte Tomaten. Aber warum ist das so? Es gibt ja durchaus Alternativen, so wie diese hier. Jede Tomate eine andere Sorte. Nur sie zu bekommen, ist oft ziemlich schwierig. Der Herr im Himmel scheint's gut zu meinen mit den Besuchern des Wochenmarkts in Eckernförde. Ein kleiner Ort zwischen Flensburg und Kiel. Hier gibt es, wonach man anderswo vergeblich sucht, 90 verschiedene Tomatensorten. Ein Erlebnis fürs Auge, jede Tomate sieht anders aus. Und für die Geschmacksrezeptoren. Denn Ziemlich süßlich, erfrischend, fruchtig, sehr gut. Tolles Aroma, braucht man an für sich gar kein Gewürz dazu. Nach Tomate eben, nicht so wie das sonst immer in den Geschäften zu kaufen ist. Was es sonst in den Geschäften zu kaufen gibt, ist bekannt. Im Wesentlichen dreierlei: Fleischtomaten, Salat und Cocktailtomaten. Das ganze Jahr über ein ähnliches Sortiment. Neben deutschen Produkten überwiegend Importware, vor allem aus Spanien und Holland. Schön rot sehen sie alle aus. Und wie schmecken sie? Der Verband niederländischer Gemüseproduzenten hat im Rahmen einer Studie deutsche Verbraucher befragt, welche Kritik haben sie an Tomaten aus den Niederlanden. Sie sind zu mehlig, meinten 14% der deutschen Tomatenesser. Sie werden zu schnell weich, sagten 18%. Und der Geschmack ist nicht gut, fanden 34%. Die Holländer haben daraus gelernt. Seit 2013 werden neue Sorten angeboten. Seither gibt es die eine oder andere schmackhafte Tomate, aber auch viele wässrige Bällchen. Kein Vergleich mit dem, was den Kunden hier in Eckernförde geboten wird, während der Saison zwischen Juli und September. Hier werden sie produziert, die Tomaten mit Geschmack. Blomische Wildnis heißt das Örtchen nördlich von Hamburg. Gärtner Jörn Meyer hat sich auf alte, besonders geschmacksintensive Kulturtomaten spezialisiert. Der Ertrag ist geringer als bei konventionellen Sorten, der Absatz funktioniert auf den Wochenmärkten seiner Region. Der Großhandel aber möchte lagerfähige Tomaten und Einzelhandelsketten tun sich schwer, seine wenig uniformen Produkte ins Sortiment zu nehmen. Meine Tomaten werden halt eher schlecht, ne?
und sind halt nicht so fest wie ein Apfel. Aber dafür sind sie voller Geschmack. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Und wenn man eine Tomate kauft, man kauft sie ja nicht, um sie zu lagern, man kauft sie, um sie zu essen. Seine Tomaten sind rückstandsfrei, weil sie nicht gespritzt werden müssen. Natürliche Feinde wie die Schlupfwespe setzt er gegen Schädlinge ein. Eine Folie verhindert Unkrautwachstum und die Wurzeln stehen nicht in Nährlösung, sondern in Mutterboden. Ein Bioprodukt quasi, auch wenn sein kleiner 5-Personen-Betrieb nicht zertifiziert ist. Warum nicht mehr Gärtner so arbeiten wie er, sodass es auch anderswo schmackhafte Tomaten zu kaufen gäbe, erklärt er so. Weil die meisten Supermärkte eigentlich auch nur noch von großen Unternehmen kaufen. Die wollen am besten alles bei einem Gärtner einkaufen. Und es entstehen ja immer weitere Riesenanlagen, auch hier in Deutschland. Und die kleinen Tomatenbauern, die sind schon längst auf der Strecke geblieben. Ne? Bis auf einige Enthusiasten. In Pirna bei Dresden bewirtschaftet eine ehemalige Uhrmacherin 2 Gewächshäuser. Sie züchtet neben alten Kulturtomaten auch wilde Sorten, die besonders reich an Vitaminen sind. In den 90ern hatte sie beschlossen, keine Tomaten mehr zu kaufen. Stattdessen verkauft sie jetzt ihre eigenen Produkte und ihre Erfahrungen. Wenn sich andere daran ein Beispiel nehmen, was wäre dann? Es hätte den Effekt, dass die Obst- und Gemüseindustrie endlich Tomaten auf den Markt bringt, die schmecken. Und im Prinzip das andere Zeug würden sie nicht mehr loswerden. Bühne frei für eine Auswahl aus 140 fast vergessenen Tomatensorten. Das Angebot könnte noch variantenreicher sein, wenn ihr Einfraubetrieb mehr Anbaufläche zur Verfügung hätte. Aber schon jetzt kommt allerhand zusammen. Das ist die Ernte eines Tages. Es gibt ca. weltweit 10.000 verschiedene Tomatensorten, die ganz alleine entstanden sind, beziehungsweise die in dessen Samen echt sind und wo auch jeder Bürger sich selber Saatgut machen kann. Ihr Saatgutarchiv erfreut sich wachsender Nachfrage. Im Raum Dresden ist eine aktive Gemeinde von Hobby-Tomatenzüchtern entstanden, die bei ihr regelmäßig Samen kaufen. Beliebt sind ihre Tomatenverkostungen, großzügig arrangierte Buffets, bei denen wirklich jedem klar wird, im Vergleich zu dieser Fülle ist lächerlich, was der Handel normalerweise anbietet. Die Nachfrage nach gesunden und handwerklich erzeugten Produkten steigt. Im Osten Deutschlands sind darum spezielle Ladengeschäfte entstanden, wie dieses. Hier wird nicht in erster Linie Bioware verkauft, sondern Produkte kleiner Hersteller aus der näheren Umgebung. In Zukunft auch eine Auswahl der Tomaten aus Pirna. Das ist jetzt ein Trend, der sich jetzt schon umgesetzt hat, aber der auch noch eine Riesenentwicklung hat, dass die Leute sich viel vernünftiger ernähren. Ich sage immer, ihr braucht nicht so viel Geld in der Apotheke ausgeben für irgendwelche Medizin, geht euch ordentliche Produkte kaufen. Hier eine Tomate, die ist um Welten besser als bei Lidl oder Aldi. In Kiel hat ein großer Lebensmittelmarkt diesen Trend erkannt. Für 9,99 Euro pro Kilo werden die Tomaten mit Geschmack jetzt angeboten. Der Markteinkäufer persönlich hat Jörn Meyers Gemüseanbaubetrieb besucht. Er möchte das Sortiment regionaler Erzeugnisse ausbauen, zu denen Kunden inzwischen mehr Vertrauen haben als zu Bioprodukten. Bei den Bioprodukten ist mittlerweile so, Bioprodukte sind Mainstream. Und Mainstream bedeutet, dass viele Produkte in anderen Ländern angebaut werden, in großen Mengen angebaut werden, der Discounter ist draufgegangen. Das heißt also, das ist in einem ganz anderen Bereich, das ist fast schon, das ist zum größten Teil schon Massenproduktion. Das Angebot an schmackhaften Tomaten wird sich dort verbessern, wo Händler bereit sind, ortsansässige kleine Erzeuger ins Boot zu holen. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt im Sommer beim Einkaufen von Tomaten und auch anderem Gemüse gemacht? Diskutieren Sie doch mit uns auf unserer Facebook-Seite. Wir sind sehr gespannt, was Sie uns schreiben. Nach den rassistischen Ausschreitungen in Heidenau ist heute die Kanzlerin in die Flüchtlingsunterkunft nach Sachsen gereist. Karin Mioska, wie verlief der Besuch für Angela Merkel? Ja, es war der erste Besuch der Kanzlerin überhaupt in einer Flüchtlingsunterkunft. Und bei dem musste sie heute selbst erfahren, wie es ist, angegriffen zu werden und als Landesverräterin beschimpft zu werden. Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten zum Thema Flüchtlinge, jetzt bei uns in der Sendung. Karin Mioska, vielen Dank für die Infos. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr von uns gibt's wie immer im Internet unter das erste.de/plusminus.
und im ARD-Text ab Seite 375. Schönen Abend noch aus Erfurt. Bis bald. Tschüss.